Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zum Sonntag. Willkommen zu Resident Evil 4. Wir machen weiter. Ey, wir sind schon Kapitel 6. Das ist Wahnsinn, oder? Das geht hier. Wie viel gab es hier? 13, 14, 12? Ach ja, wir haben ja beim Kapitelende aufgehört. Stimmt ja. Das kennen wir noch gar nicht. Hey, hast du eine Kippe? Hab ich. Die, die du magst. Wo ist der Bernstein? Ada. Tut mir leid, den habe ich gerade nicht bei mir. Und du solltest mich wirklich für meine Arbeit loben. Konnte ihn gerade noch verstecken, bevor sie mich geschnappt haben. Sonst wäre ich längst tot. Unser Deal lautete, wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Eskorte, Luis. Stehst du aufs Kleingedruckte, was, Ada? Also gut. Ich hol ihn. Was sagst du? Und es gibt noch was anderes, das ich holen muss. Was denn? Ja, Telefon. Neuigkeiten, Condor One. Bei diesem Wetter kann der Heli unmöglich landen. Könnt ihr warten, bis der Sturm sich legt? Negativ, zu gefährlich. Wir suchen uns so lange einen Unterschlupf. Tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Keine Sorge. Wir schwimmen heim, wenn es sein muss. Ist wieder leiser, ne? Condor One, Ende. Gehen wir. Was? Was wird mit mir passieren? Konzentrieren wir uns erstmal darauf, dass wir hier wegkommen. Es ist auf alle Fälle wieder irgendwo ein Ticken leiser geworden. Vielleicht geht's auch nur mir so. Nee, gab noch keinen Patch. Gab noch definitiv keinen Patch. Pass auf, dann ändere ich das kurz. Kleiner Moment. Mauslock aus. Dann pumpe ich hier ein bisschen den Filter nach oben. Ach, ich Idiot. Ich war schuld. Ich hab den anderen verpasst. Ich hab den anderen vergessen abzuschalten. Wisst ihr noch das Spiel, was so laut war? Oh Gott, das war die ganze Zeit aktiv. Gestern auch noch bei... Aber das war nicht zu leise, ne? Oh oh. Gestern bei Dings war es ja auch so. Verstehe. Okay, ich glaube, das ist lauter jetzt. Wegen Sunrise hatten wir doch ein Ding, was den Ton nach unten gedreht hatte. Der war dann aktiv. Ach du Scheiße. Bis das sowas aber standardmäßig anbleibt wie beim letzten Mal. Was? Ach, da drüben ist der Händler. Ich glaube, jetzt ist es lauter. Was quietschst du denn? Was ist das mit Wasser? Was jammert die denn? Ist das hier irgendwas? Ja, ist Lappen. Rohstoffe, okay. Da sitzt er. Mich würde trotzdem mal interessieren, was das für Händler immer sind. Das könnte dir gefallen. Ja, ich guck mal hier erstmal. Händlertipp, Spaziergang bei Nacht. Schon mal einen von diesen hässlichen Typen gesehen, den Tentakel im Hals sprießen? Ja. Die sind nicht nur gefährlich, sondern auch ziemlich nervig, wenn es darum geht, sie zu töten. Aber sie haben eine Schwäche. Sie verabscheuen helles Licht. Ein Grund, weshalb du sie nie am helllichten Tag antreffen wirst. Oh. Ja.
Ich bin sowas von durch. Ich bin sowas von durch. Wird Zeit, dass die 5 Wochen um sind. Ihr habt nichts verpasst. Wir sind einfach nur gelaufen. Wenn du dich das so nach Spaziergang wüsstig fühlst, halt besser ein paar Blendgranaten bereit. Ich habe immer welche dabei, das sage ich dir. Wenn du willst, bekommst du bei mir auch die zugehörige Rezeptur. Es wird wieder Zeit für Normalität, das wäre super. Willkommen. Ich habe was Neues für dich, Partner. Eine andere Schroti. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Wir könnten die verkaufen und eine andere Schroti nehmen. Wir könnten aber hier auch noch runde... Wir haben bloß 2 unterschiedlich farbige. Okay. Ich bin auch froh, dass alles hier super läuft. Den kann ich verkaufen. Gibt Kohlen. Könnte auch die verkaufen, die ist ja noch eingelagert, die werden wir nie wieder brauchen wahrscheinlich. So. Ach, das Wappen können wir jetzt entfernen oder was? Nichts dabei, was dir gefällt, Fremder. Ah, nee, das sind die Anhänger, die wir verkaufen können. Wir haben noch diese Sachen, okay, die erstmal. Danke. So, da bauen wir uns ich den. Ich hab nur stirben. Ja, stirb. Ist sowieso kein Schuss drin, das ist gut. Da. Wir machen jetzt einfach fremde Farben rein. Ist dann halt so. Guck mal, sind 16.000 bestätigen. Alles gut. Ihr da draußen nicht willkommen. Ein hervorragender Deal. Dann können wir die uns kaufen. Deine Kohle oder dein Leben. Sag Bescheid, wenn du für Platz gesorgt hast. Ich glaube, ich krieg die nie. Umgebaut, ne? Dass ich den Platz habe. Den ich brauche. Wobei... Mist. Auto wäre wahrscheinlich ganz gut, aber den gibt es hier nicht. So, reicht auch nicht, ne? Ne. Mist, da ist noch eins. Ich glaube, die nutzt die gleiche Muni. Wieso? Es gibt ja nur Schrotflinten-Muni und nicht Schrotflinten-Muni. Wir könnten die grünen Kräuter mit einem roten Kraut, dann hätten wir eins. Mal, Kauf abbrechen? Ja, wir haben es noch nicht gekauft. Ne? So, warte mal. Wir machen mal Herstellung, Kräutermischung. Dann machen wir mal hier so eine. Und hier können wir nochmal was machen. Doppelt so viel Gesundheit wieder her. Da brauchen wir erstmal nicht. Kräutermischung und Kräutermischung. Ihr könnt auch was weglegen. Das war hier, ne? Genau, Aufbewahrung. Und dann packen wir einfach mal Verstauen. So. Und automatisch. Jetzt machen wir das hier so und das hier so. Und dann haben wir zumindest die Schrotflinte erstmal zum Mitnehmen. Willkommen!
Das Ding hat den Namen Wumme doch echt verdient. Verarbeitet deinen Gegner zu blutiger Grütze. So. Stirb mir da draußen. Jetzt gucken wir mal. Ach nee, wir sehen ja dafür keinen. Weil man den Input sehen wir nur beim Upgrade. Willkommen. Ne? So, beim Upgrade. Gucken wir mal. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Ja. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Guck mal, die hätte, wenn wir die verkaufen, die hat schon jetzt bis auf die Nachladegeschwindigkeit und die Feuerrate. Warte mal. Nö, die Feuerrate ist auch besser. Also die hat jetzt schon fast bessere Werte. Also werden wir die verkaufen. Hat eine höhere Magazingeschichte. Präzision, ist das besser? Heißt Präzision höherer Wert, dass es besser ist? Achso, Waffen vergleichen. Ah, mit dem Kampffenster? Nein. Mit der hier. Ist ja Quatsch, ist ja dieselbe. Na. Da. Also hat mehr Angriffskraft, mehr Magazingröße. Nachladegeschwindigkeit ist noch schwächer, aber das kann man upgraden. Eine bessere Feuerrate und eine bessere Präzision. Da können wir sie verkaufen. Na dann, was kann ich für dich tun? Machen wir auch. Zur Not kaufen wir sie wieder. Also ich kaufe fast alles. Weil wir bekommen ja unseren Upgrade komplett wieder. So, und jetzt können wir Nachladegeschwindigkeit. Deine eigenen Bedürfnissen anzupassen. Hat etwa, bist du beeindruckt? Bei so. Dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Und dann kriegt es jetzt einfach mal mehr Schaden. So, können wir hier... Ne, wir können keine Munition kaufen. Ne? Die können wir immer nur craften. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe? Na dann, viel Spaß bei der angenehmen Reise. So, dann gucken wir mal. Munition erstellen. Ich hätte gern Flinten-Uschi-Munition. Es sollte... Okay. Bolzen. Ich glaube, wir sind ganz gut mit Bolzen ausgestattet, oder? Ich glaube, ja. Okay. So. Die müssen wir erst wieder positionieren. Die ist natürlich größer und verbraucht wieder mehr Platz. Aber... Schnellzugriff auf die 2, bitte. Okay. Kriegt sich das irgendwann ein bei euch, oder? Ihr fahrt ja immer die Armschichten, oder? So, haben wir noch was mit dem Koffer? Wir haben hier, glaube ich, ein neues Emblem. Was macht das? Kritische Nahkampfangriffe sind 20% wahrscheinlicher. Eigentlich, das, also die Pistolenmunition ist aktiv, sehe ich gerade. Brauchen wir mehr Kohlen oder mehr... Ja, ich glaube mehr Munition. Ich bin so eher der Munitionstyp. Okay. So. Was sagt denn meine Aufgabe? Meine Aufgabe sagt dahin, das heißt, wir gehen jetzt hier wahrscheinlich rum. Halt, was ist das? Die Verteidigung verstärken. Dies ist ein direkter Befehl von Lord Settler. Klingt wie Lord Helmchen. Rüstet das Gebiet ab, hier zu einer Defensivstellung, um Eindringlinge frühzeitig abzuwehren. Für den gerechten Glauben bin ich gewillt, jedes Opfer zu bringen. Ich bin's gewillt. Naja. Meine frommen Gläubigen, baut meine unbezwingbare Festung, beziehungsweise unbezwingliche Festung und stellt sicher, dass jeder Heide, der dumm genug ist, einen Fuß da reinzusetzen, für seine Sünden mit Blut bezahlt. Okay, ich hoffe, man macht halt nicht so dolle, ne? Wir haben Gesellschaft. Ach so? Aber leise. Verstanden? Okay, ich versuch's. So, zeig mir mal Karte. Wir könnten jetzt hier hochgehen, da ist ein Geheimnis. Loot. Loot ist nämlich gut.
Silber, Diamant. Hätte ich mal eher haben müssen. So, sollte ich mir erst die Kiste da holen? Ja. Da ist auch eine Kiste. Wer hat mich gesehen? Wer hat mich gesehen? Ey, das ist ja nicht wahr. Ach, die da. Oh, Alter, wo kommt ihr denn daher? Und ich lebe noch. Lebte noch? Oh. Der war halbiert. Der war halbiert. Ich wollte doch bloß den Loot haben. Er fängt da an zu shoppen. Ey. Wer ist denn hier so aggro? Wo? Die steht doch da hinten. Guck mal, was die für einen Wurf hat. Guck mal. Oh, ich habe sogar getroffen. Zappelt die oder nicht? Och, ist doch scheiße. Geht gar nicht bis dahin. So, ich gehe wieder hoch. Ich denke mal, die kommt allein nicht wieder hoch, hä? Da ist mein Pfeil da unten. Also mein Bolzen. Oh, schwingt doch nicht so doll. So, das sieht gut aus. Die Falle ist schon geschnappt. Die sind aber auch schwer zu sehen. Na, ich bin mal gespannt, wie der Marvel-Film wird. Vielleicht muss ich mal die Kids auch hier hin. Oh, wie ist der D&D-Film? Wo Gronkh gesprochen hat. Irgendeine Rolle. Und Rick Cavanian auch. So, ist hier noch irgendwas übersehen? Ja, da oben ist mein Pfeil. Bolzen. Kommt man da oben hin? Oh, warte mal, hier ist doch ein Fass. Ey, was schnaufst du denn? Oh, ist sie nervig. Also da komme ich nicht hin, das ist der Bolzen, der oben in der Wand steckt. Schade, schade, schade.
Das ist gut. Nee, Gronk und Rick, Kavanian, naja, wie auch immer, von Bully Parade. Die haben dort gesprochen. Ich habe letztens ein Video von Gronk gesehen dazu, dass er eben halt auf dem roten Teppich stand wegen der Nebenrolle, die er gesprochen hatte. Und Rick hatte, glaube ich, die fünf Toten gesprochen, irgendwas da. Wow. Okay, Save Point. Haben wir auch irgendwas um uns rum? Da um die Ecke ist jedenfalls was. Was war das für ein Geräusch? Aus dem Weg! Ich wusste doch, irgendwo ist jemand. Ein Kelch. Ja, John Wick wird gespielt. Wird geguckt. Steht außer Frage. Wie war das hier? Okay, ist sicher. Okay. Hierher. Okay. Okay, du kannst. Okay. Bleib hinter mir. Ach ja, siehst dabei auch noch was. So. Kontrollpunkt. Das klingt nicht gut, oder? Wobei, der Kontrollpunkt ist ja da, wo wir hin sollen. Ich denke mal, das wird ein Bosskampf werden. Werden wir dann merken, wenn wir jetzt mit Munition zugeworfen werden. Da kommen wir nicht lang, wir müssen da lang. Verdächtig ruhig hier. Mhm. Viel zu ruhig. Das ist irgendwo ein Geheimnis. Wahrscheinlich da oben. Durch das... Macht nicht so ein Krach. Durch das Tor kommen wir jetzt nicht durch, ne? Ein falscher Fehler da. Irgendeine Kurbel oder so brauchen wir. Hm. Das kriegen wir so nicht auf. Fast wie Kino, ich weiß. Diese Tür. Ah, Schloss ist auf der anderen Seite. Keine Chance. Die Tür war fest verschlossen. Also, entweder stöhnt sie oder sitzt im Weg. Mann. Weil sicherlich könnte man hier wahrscheinlich durchrennen. Aber man kann es auch lassen.
Ach, kommt John Wick jetzt schon? Ist er schon draußen, der vierte? Mist, da muss ich ja... Oh, da ist Munition oder so. Pistolenmunition. Aha. Da muss ich ja gucken. Ich habe ja bald Urlaub. Ruhe. Da ist ein Kraut. Mal gucken, wo es hier hingeht. Hier kämen wir runter zu der Tür. Alter, bist du laut, Mann! Warst der schon draußen? Und wie sind die Kritiken? Wisst das jemand? Oh oh. Bleib hier. Was? Okay. Oh oh. Verschlossen. Teil 3 war doch schon gut. Jetzt gibt's Ärger. Kann ich meine Klappe nicht halten. Na super. Sorry, gehört das etwa euch? Ich fühle mich geschmeichelt, aber für zwei bin ich echt nicht in Stimmung. Warum kommt da noch weitere, Mann? Lass mich in Ruhe, Mann! Lass mich in Ruhe, Mann! Das nimmt kein Ende. Das war nicht leicht. Hab den nicht gerufen.